Wir gönnen uns ein paar Erzschüppchen. Weil die können wir nämlich im Poké-Athlon einfach so bekommen. Das heißt, ich kann mir die auch einfach easy hier geben. Panierte Schnitzel dürfen keine Soße haben. Alle anderen Formen von Schnitzel ist okay. Ja, da ist auch normal. Da so eine geile Rahmsoße oder sowas sehr gerne. Aber wenn das Schnitzel paniert ist, dann nein. Das hat mein Opa früher immer gemacht. Und das habe ich immer mal wieder probiert, aber fand es immer wieder scheiße, muss ich auch einfach sagen. Das schmeckt einfach nicht geil, finde ich. Also da finde ich auch keine Ästhetik dran. Schnitzel ohne Panade ist immer Trash, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Weil wenn das gut gemacht ist. Hard? Was geht da? Wenn das Ding gut gemacht ist. Und man ja auch am Ende des Tages sich so ein bisschen was an Dings gönnen kann. Das wollte ich jetzt. Ich weiß nicht, was ich gerade zum Ausdruck bringen wollte, um ehrlich zu sein. Was wollte ich jetzt sagen? Was wollte ich damit zum Ausdruck bringen? Ich weiß es nicht mehr. Am Ende ist es sowieso Geschmackssache, ne? Ihr dürft ja natürlich auch machen, was ihr wollt. Das ist mir relativ Wumpe. Aber ich sage, es gibt schon so ein paar kulinarische Regeln, ne? Die müssen schon eingehalten werden. Aber hey, ne? Müsst ihr wissen. Ich musste gerade Schnitzel ohne Bananen googeln, um zu wissen, was das ist. Na, ist halt einfach, also, ne, wenn du halt hingehst und sagst, du nimmst jetzt ein Putensteak. Ist halt im Endeffekt meistens sowas wie Putenbrust oder sowas ähnliches. Ja, aber, ja, nein, also Schnitzel ohne Panade ist halt dann einfach auch an dem Moment, ist es halt dann auch eher so, das haust du dann halt eben in die Rahmsoße und sowas rein, ne? Das ist ja das Ding. Esse Schnitzel auch meistens mit Panade. Und es ist irgendwie nur ein Schweinefilet, you know. Ja, aber am Ende des Tages, also verstehe ich das schon, das kann man auch ohne essen, wenn du eine geile Soße oder auch einfach einen geilen Dip hast, ne? So eine geile Barbecue-Soße? Sag ich auch nicht nein. Ich glaube, Hypnose bringe ich dem jetzt noch statt Nachtnebel bei. Hat der actually eigentlich ein ganz geiles Set, muss ich sagen. So eine Hypnose kann auch mal Klatsch kommen. Er hier noch irgendwas wildes, Giftwolke? Nö. Ist nur ein Fleischlappen. Na, ihr übertreibt. Oh lol, der könnte sogar Giftstreich, stimmt. Übertreibt es aber auch, ne? Ja, aber ist trotzdem das bessere Set so. Ich glaube, mit Biss ist trotzdem angenehmer erstmal. Ja, also dann gehen wir mal in die Arena, ne? Gibt ja jetzt nichts anderes zu tun hier. Und dann schauen wir, dass wir hiernach noch unser Lugia auf jeden Fall schnappen. Maybe klatschen wir noch die Siegesstraße an die Wand. Also ich verstehe schon, was ihr meint, aber ich sag mal so, bei einem Schnitzel, das könnte ich auch ohne irgendwas gut essen. So, meistens ist Ketchup oder so noch so eine Option, die man gut machen kann. Aber wenn ich jetzt das Schnitzel nicht paniert habe, dann brauche ich eine Soße oder einen geilen Dip. Irgendwas Geiles, was da gut dazu passt. Da bin ich schon dabei. Also ein Schnitzel, egal in welcher Form mit Filet zu vergleichen, finde ich nicht okay. Weiß ich nicht. Wenn das Schnitzel nicht paniert ist. Also ein unpaniertes Schnitzel ist ja eigentlich auch. Ich muss dazu sagen, ist für mich auch eigentlich gar kein Schnitzel. Würde ich auch nicht Schnitzel nennen. Aber ich glaube, es steht auch so ausgehangen dann da immer. Mir gefällt das nicht, dass wir mit Eisstrahl die Gegner nicht one-shotten, muss ich gestehen. Meine Freundin ist ganz mit dir, ist hier Schnitzel immer ohne Panade. Dann ist das aber auch kein Schnitzel, du. Filet ist viel besseres Fleisch. Ja gut, das stimmt. Ja, mit was vergleichen wir es sonst? Ich meine, am Ende des Tages muss man ja sagen, es heißt halt auch Putenschnitzel oder so, was man sich dann holt, ne? Oder Kalbschnitzel und so. Aber Schnitzel ist halt ein Ding. Naja, da kommen ja nicht nur Simons, ne? Ah, doch. Leider, ich wünschte, ich würde Ketchup nicht mögen, aber leider mag ich Ketchup sehr gerne. Ich glaube, das Einzige, was ich nicer als Ketchup finde, ist Remoulade. Das ist jetzt auch nicht besser.
Aber ich bin halt leider auch so ein Typ, der Zucker recht gerne mag. Surprise! Das hätte ja niemand kommen sehen. Und hallo im Übrigen an Foresight. Der ist direkt ins Thema eingedeift, als wäre er die ganze Zeit schon dabei gewesen. Deshalb habe ich gar nicht nochmal Hallo gesagt, aber ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. So, dann bringen wir mal alles auf 41. Wir könnten noch überlegen, Nidoking den Eisstrahl beizubringen. Das wäre tatsächlich noch ein Ding. Aber weiß ich nicht. Lohnt sich das? Machen wir das? Ich könnte ihm jetzt, wobei ich könnte ihm den Surfer verlieren, fällt mir gerade auf. Also für die Arena wird es sich lohnen. Ich glaube, das mache ich sogar noch. Dann haben wir da noch ein bisschen Ice Beam Action. The fuck, habe ich verpasst, dass du plötzlich bei Sandra bist? Ein bisschen was, Flo. Aber hallo, Flo. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. Machen wir mal die Stärke hier weg. Wobei, wir können auch Stärke dabei wegmachen. Wir machen einfach Stärke und Surfer weg. Weil ich Surfer eigentlich eine geile Coverage finde, ne? Dann werden wir wieder. Aber wenn wir wieder Stärke brauchen, muss ich sie mir eh erlernen. Ja. Ganz sneaky reingeschlichen, ja. Ich finde den englischen Namen für Remoulade so geil, Tartarsoße. Boah, ich habe noch nie, ich glaube, Tartar habe ich auch noch nie gegessen. Es gibt ja Tartar, gibt es ja auch als Essen, ne? Aber Remoulade noch nie gehört, als ob. Wieder so ein Österreich-Ding. Boah, der Hela Gewürzketchup ist sogar, aber meine Freundin ist da gar nicht mal so der Fan, deshalb kaufen wir den nie. Es ist richtig deprimierend. Anscheinend ist Tartar Remoulade wohl. Heute wieder was Neues gelernt, das wusste ich auch nicht. Also ich habe, aber es gibt doch auch so Tartar, das Fleisch-Tartar, oder? Oder bin ich doof? Also ich halte es jetzt nicht für unwahrscheinlich, dass ich doof bin, ne? Aber Frage in die Runde. Ja, genau, das ist rohes Rindfleisch. So hatte ich es nämlich auch im Kopf. SpongeBob wird Mr. Krabs in einer Folge mit heißer Remoulade bedroht. Ich glaube, es gibt beide Ausdrücke für beides. Ja, genau, ist eine Vorspeise aus Rind. So hatte ich es auch im Kopf. Also, dass Remoulade-Tartar-Soße genannt wird, finde ich auch wild. Also, in England verstehe ich es noch. Wenn das aber jetzt in Österreich auch so ist, dann bin ich leicht irritiert, muss ich gestehen. Weil das weiß ich nicht. Das wäre ein bisschen weird, oder nicht? Haben wir eigentlich schon eine Wette gemacht oder müssen wir die Wette noch machen? Ich glaube, das heißt Tatar, also mit einem R weniger, es kann gut sein. Nie wieder Österreich-Urlaub dann. Wenn die das Ding Tatar nennen, dann gehe ich da nicht mehr hin. Da tue ich mir ganz bestimmt nicht an. Das ist doch kein Leben mehr. Ich glaube, in der Schweiz heißt das auch Tatar-Soße. Ach du Scheiße. Heije, sage ich dann nur. Heije. Ich bräuchte jetzt einen Österreicher, der mir das confirmt. Leute, wo seid ihr? Steirer ist leider nicht mehr da. Der ist. Ach, warte, schon durch, Leute. Ich bin doof. Der ist leider im RL angekommen. Den haben wir ans Real Life verloren. Uah! Da schaudert es einen direkt, gell? Da schaudert es einen direkt. Und ans Gym haben wir den, glaube ich, auch verloren. Das Ding ist, ich glaube, also wir nehmen ja auf jeden Fall mit den. Ach nee, wir werden einfach statt Biber noch einen Nidoqueen mitnehmen. Vergesst das. Wir werden uns keinen Baldorfisch mitnehmen. Wir holen ja Nidoqueen. Ich habe vergessen, dass der mit Gyarados leadet. Ich Idiot. Oh, Scheiße. Ich war so in dem Tatar-Ding drin, dass ich da gar nicht mehr dran gedacht habe. Steirer haben wir an seine GF. Steirer hat eine Freundin? Das wusste ich nicht. Da stand nur mal irgendwas im Raum. Naja, heute lernen wir ja noch richtig was. Packen wir jetzt die ganzen Facts aus. Noch größerer Schauer, das stimmt. Ich hab's geleakt, I'm sorry. Naja, also, ich glaube, geleakt ist jetzt auch ein großes Wort dafür, ne? Wir dachten, Jerry sei seine Freundin. Na, weiß ich nicht. Er wurde einfach gedroppt. Rodeo mit den Geschichten aus dem Paulanergarten. Ist natürlich nur ein Späßchen gewesen.
Den haben wir einfach nur ins Gym verloren, meine Freunde. Ich meine, als wäre das jetzt auch so eine schlimme Sache, dass jemand eine Freundin hat, ne? Oh, boah, soll ich euch... Ich hoffe, ihr sitzt. Freunde, jetzt passiert was Krasses, ich release. Ich habe auch eine Freundin. Ich hoffe, ihr sitzt. Ich hoffe, ihr sitzt. Ich hoffe, ihr sitzt. Weil ansonsten liegt ihr jetzt wahrscheinlich am Boden. Mhm. So, wir müssen jetzt übrigens uns kurz einmal ein bisschen konzentrieren, weil dieses Zedra King actually ein bisschen gefährlich sogar ist. Okay, weil das packe ich nicht. Ich muss hier weg. Ich bin dann mal weg, D. Boah, ich glaube, ich hätte hier sogar T-Spikes legen sollen. Ihhh, Mädchen. Du hast die Mädchenkrankheit. Mädchenkrankheit. Okay, wir kriegen aber eh den Gifty Poison stark. Stream wird abgeschalten. Hab mir mies den Kopf gestoßen bei der Info. Nein, Rodeo, du bist ein Bro. Du bist doch ein Bro. Das ist was anderes. Ich droppe auch was. Ihr erster Kuss war beim Candlelight-Döner. Habe ich das mal erzählt? Anscheinend habe ich das erzählt. Das ist mir jetzt zu überraschend akkurat, dass ich das... Okay, Überschrei. Dass ich das nicht erzählt haben könnte. Wenn du das jetzt so einfach nur gesagt hast, dann bin ich gerade schockiert. Ich hoffe, das haben gerade alle deine Nachbarn gehört. Das mit dem I-Mädchen oder was? Öfters? Okay, dann nevermind. Aber ja, das war ein bisschen lauter eventuell, ne? Mir ist spontan ein Schwanz gewachsen. Ja, das sind halt einfach so die Dinge, die passieren einfach mal, ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass der mich jetzt mit Hyperstrike killt. Deshalb gehen wir mal lieber in Bibor. Um kurz mal wieder ein bisschen über das Game zu reden. Ah, wir doch. Ja, wild. Wer kennt das nicht? Das ist ganz normal. Ganz normaler Dienstag. Zweimal den Hyperstrahl sogar gemisst. Geil! Na, ich hoffe, ihr seid gesessen. Weil Rodeo. Nee, sag ich jetzt nicht. Was sag ich jetzt nicht? Bibor, der Goat, hat erstmal das Zedra King geschlachtet. Ach ja. Ich mag's auch, wie wir hier richtig krass spannend, ne, im letzten Arena-Kampf sind, der actually mit dem Zedra King sogar ein bisschen Spannung reinbringen hätte können. Und was machen wir? Wir reden da, ja, ne, da, ja, und wir reden über sowas. Rodeo, ja, Rodeo, du müsstest dich bitte in Rodeo Boy 2, ui, 55 umbenennen. Aber ich sag, wir haben so eine gute Spin-F, Bibor überlebt das. Jawohl, Bibor, Bibor, der Macher. Guckt euch den Brecher an. Scheiß auf den Fall. Ich habe hier die Zeit meines Lebens. Das ist doch das Wichtigste. Ja, Jerry, das passiert. Weißt du, so viel Spaß haben wir einfach. Schau dir das an. Steht einfach Spaß zu Spaß an der Stelle. Aber hallo, Jerry. Ich hoffe, auch dir geht's gut. So, eigentlich... Was ist denn jetzt die nächste Level Cap? Beziehungsweise die letzte Level Cap. Wir haben gesagt, wir machen es bei dem stärksten der Elite vor. Das ist 47. Jetzt ist nur die Frage. Ich habe damals echt mal einen Bibor in einem normalen Soul Silver Run benutzt. Warum tut man das? Ob wir jetzt Nidorinar einfach reinholen. Oder ob wir mit dem Squad dabei einfach weiterlaufen. Ich glaube, das ist sogar besser. Ja, wir bleiben einfach dabei. Ich glaube, es passt. Wir könnten maximal ein paar Level noch erhöhen. So, ich glaube, müssen wir jetzt zu den Kimono Girls oder erst zu Professor Lind? Ich glaube, zu Lind. Bibor ist halt cool schwach, aber boah, weiß ich gar nicht. Ich bin jetzt nicht so der Fan von dem Design. Der will nur das mit den Eiern. Wo muss ich hin? Bin ich doof? Gehe ich doch direkt zu den... Ah, ich wollte nicht nach Viola. Muss ich doch direkt... Ich dachte immer, man muss erst mit dem Herrn Lind reden. Ah, dann halt nicht. Gut, 47 ist schon noch ein bisschen weg, ne? Und so mega viele Trainer kommen nicht. Ich würde sagen, auf 43 können wir schon... Lol. Das wusste ich gar nicht. Ja, scheiß mal auf Schaufler, hä? Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber ja, stimmt. Und auf Nidoqueen packen wir Erdbeben. Ja, nee, dann passt alles. Dann passt alles. Sehr gut.
Ah nein, ich war noch nicht in der Drachenhöhle, ich Vollidiot. Oh mein Gott, bin ich dumm. Hallo Zero, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Einfach so abgelenkt gewesen von der ganzen Scheiße, die wir hier gerade gelabert. Ich mag auch den Drift von Schnitzel darf nicht mit Soße gegessen werden. Was soll das? Bist du wahnsinnig? Über zu Rodeo Boy 52. Das ist ein krasser Drift, den wir da gemacht haben. Nee, Nidoqueen lernt, glaube ich, sogar nur. Ich habe nämlich geguckt. Ich glaube, Nidoqueen lernt nur Dings. Wie heißt. Knirscher lernt das da. Aber Schnitzel mit. Ach, mein Gott, Jerry. Du musst es jetzt wieder kaputt machen, ne? Du musst das Thema jetzt nochmal aufrollen. Paniert auch noch. Oh mein Gott. Raus mit dem. Ach, ist das Panel. Oh, das Panel. Ups. Nee, das Panel soll weg. Ich dachte eigentlich, ich hätte es weggemacht. Ah, nee, das Panel, das kann weg. Machen doch jetzt hier keine kostenlose Werbung. Das Panel, das Oh, kann weg. Scheiße. Jetzt hört man mich selber. Das ist Mario Kart Wii. Entfernen. Zack. So, ist weg. Das ist Mario Kart Wii die Kumuweide. Ich sehe hier Gen 4. Nidoqueen lernt echt. Ich dachte, das lernt der Knirscher. Nidoqueen, jetzt gucke ich selber. Gen 4? Ah nein, ich wollte bis Level 41 das Nidorina leveln, damit das Dings lernt. Damit der Knirscher lernt. So, das war das. Aber ja, beide lernen Erdkräfte, nevermind. Jerry isst ja Spaghetti mit Schnitzel. Was? Wobei. Also man muss dazu sagen. Sache. Komm hier einmal durch. Man muss dazu sagen, es gibt ja im Italienischen. Gibt es Spaghetti mit halt einem Fleisch, das mit Käse paniert ist, was quasi wie ein Schnitzel fungiert. Oder funktioniert, sagen wir eher so. Und das ist so geil, es nennt sich Piccata. Leck mich doch am Arsch, das finde ich so nice. Und das muss ich unbedingt mal machen. Das muss ich auf meine Essens. Das, okay, Freunde, das muss ich jetzt einmal kurz auf die Essensliste setzen. Das will ich unbedingt mal selber machen. Piccata. Ja, ich habe eine Essens. Wir haben eine Essensideenliste. Da stehen momentan, soll ich mal vorlesen, was momentan auf der Essensideenliste steht. Da steht Piccata, da steht Kartoffelgratin, Knödel, Buffalo Chicken Quesadillas, das klingt mega geil, Wassermelonen Gazpacho, Knusperschnitzel mit Kartoffelecken, Ziegenkäse in Speck, Wrap-Lasagne, Fleischpflanzer, Roulade. Oh, Rouladen. Oh, ich muss Gulasch da auch noch draufsetzen. Das klingt wie eine Fusion aus Spaghetti und Cordon Bleu. So ein bisschen kann man es, glaube ich, sehen, ja. Schaschlik, Asia-Style, Bolo, Wassermelonen, Feta-Salat, Ramen und Pad Thai. Hast du dir eigentlich was in der Safari-Zone geholt? Bevor ich jetzt was Dummes sage, in Johto gibt es doch keine Safari-Zone, oder? Nee, doch, stimmt, gibt's. Vergesst, es gibt's. Aber da gibt's gar. Wir haben keinen Encounter mehr. Wir haben schon alle Gift-Pokémon, die wir hätten haben können, haben wir schon geholt. Macht euch mal selbe. Oh, Büftek selber machen. Auch, klingt auch richtig geil, ja. So, dann gehen wir aber jetzt zu den Kimono Girls. Ich speichere mal kurz nebenbei ab. Aber wir haben tatsächlich schon alles, was wir uns erlauben können zu holen. Muss ich mit der reden? Okay, dann muss ich doch jetzt zu Professor Lind. Hab ich verpeilt. Aber ja, es ist im Endeffekt. Also, es ist halt einfach ein Putenfleisch oder welches Fleisch halt du nehmen willst. Panierst du mit Käse, entweder mit Parmesan oder Mozzarella oder sowas. Meisterball stark.
Und brätst es halt wie ein Schnitzel quasi an und dazu gibt es halt Spaghetti mit Tomatensauce, ne? Boah, so Spaghetti einfach nur mit so, wenn du einfach nur gute Cherry-Tomaten in eine Pfanne haust, die gut würzt und so. Und dazu dann eine richtig geile Runde Spaghetti drauf, bisschen Knobi rein und gute Gewürze. Oh, das ist auch so stark, Freunde, ne? Alleine nur das und Parmesan im besten Fall dann drüber. Oh, Pasta ist so nice, ne? Ist immer so schlimm, wenn mir als Reels irgendwie vorgeschlagen wird, irgendwelche Rezepte vorgeschlagen werden, die so healthier sind. Da sind nie Nudeln dabei. Immer nur diese scheiß Kartoffeln. Immer überall Kartoffeln rein. Nur weil die Scheiße gesünder ist. Beziehungsweise du mehr davon essen kannst für dieselben Kalorien. Schlimm. Remoulade klingt mehr sexy als Tartar. Das ist richtig, ja. Das würde ich unterschreiben an der Stelle, ja. Ich höre mal Marmelade und bin verwirrt. Marmelade, was? Wieso Marmelade? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, Kartoffeln sind ja auch ultra geil, aber ich finde Pasta ja auch ultra geil. Und Pasta haben wir meistens immer zu Hause, Kartoffeln nicht. Bratkartoffeln SS Tier. Boah, ich habe bisher, glaube ich, nie so richtig gute Bratkartoffeln hinbekommen. Irgendwie werden die dann nicht so geil am Ende des Tages, leider immer. Aber gibt natürlich, also was der Vorteil in Kartoffeln natürlich immer ist, ne, du kannst natürlich auch so einen geilen Kartoffelgratin hier machen, geiles Püree, das habe ich beides ewig nicht mehr gehabt, Kroketten hatte ich ewig nicht mehr. Allgemein habe ich wenig mit Kartoffeln gehabt. Ich mache mir heute Abend ist in meinem Curry sind Karotten und Kartoffeln drin, das wird geil. Ja, deshalb dachte ich mir, ich ergänze mal noch ein paar S mit dran. Mir ist schon bewusst, dass Rückox das nicht natürlich gemeint hat, aber ja, ne? Ja, also dass Kartoffeln vielseitig sind, das. Oh. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach angreifen soll. Ich glaube, actually, ich muss einmal kurz gucken, auf wie viel Speed ein Espeon auf dem Level kommt. Weil das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Okay, wenn es wahrscheinlich ein neutrales Wesen hat, kommt es auf 88 Speed. Das heißt, es ist um einen Punkt schneller. Glaubt ihr, ich überlebe eine Psychokinese mit meinem Nidoking? Boah, das ist jetzt Kacke. Das ist jetzt actually Kacke. Das kann ich gerade unironisch nach. Weil ich habe gar keinen Bock, da jetzt irgendwie Fett aufs Maul zu kriegen. Ja, die gibt's auch, ne? Wir wollen halt nur. Wir wollen's nicht riskieren, sag ich mal. So, eine Psychic, neutral. Jo, what? Die one-shottet mich sogar. Achso, weil da Specs noch drin ist. Okay, macht 71 bis 84%. Ich überlege gerade, ob wir zur Sicherheit Bibor abwerfen. Und ich glaube, das machen wir auch, damit wir danach in Gengar gehen können, mit Gengar killen. Weil ich habe gar keinen Bock, der dürfte nämlich vermutlich schneller sein. Würde mich mit einer Psychokinese mit einem Crit rausnehmen und Nidoking darf ich nicht verlieren. Bibor können wir verlieren, deshalb opfern wir an der Stelle, um auch ganz nochmal sicher zu gehen, hier Bibor. Ich habe Sandra weggemacht. Ah, wobei ich glaube sogar, dass vielleicht, wir haben 112 Attack, ja. Das ist wahrscheinlich sogar eine Kehrtwende eher den Kill. Dann sind wir auf der ganz, ganz sicheren Seite hier. Ich meine, das Bibor hat gut Work gemacht, ne? Bis hierhin super performt, da kann man nichts gegen sagen. Oh nein. Okay, das ist jetzt sehr schlecht. Scheiße, ich glaube, ich hätte noch mal was zum Opfern mitnehmen sollen. Ah, ich glaube, ich muss in Tentoxa gehen, weil der am ehesten das noch wegsteckt. Weil ich glaube, Gengar grippiert einfach. Eigentlich will ich ja nichts hiervon verlieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte tu's nicht, 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 bitte tu's nicht. Oh Gott sei Dank. Okay, Gott sei Dank, wir sind noch schneller. Boah, das Piano hat mir echt ein bisschen Pipi in die Hose gemacht, ne? Das war gerade ein bisschen Pipi in die Hose.
Warum ist der ein Problem? Naja, weil der drückt Psychokinese und bei mir stirbt alles, wenn der kreditet. Stimmt, Monogift. Rodeo. Einmal ein Applaus für Rodeo an der Stelle in die Runde. Stark, stark. Kann man nicht anders sagen. Einfach stark an der Stelle. Muss man an der Stelle Rodeo geben. Einfach Claps in den Chat dafür. Das ist wild. Nur warum ist denn der ein Problem? Ich weiß es auch nicht so genau. Ich weiß es nicht. Bin ich auch ein bisschen überfragt. Das ist eine Achterbahn der Gefühle heute. Ja, ich merke schon. Ich merke schon. Dann können wir einmal Bibo. Ich meine, wir haben ja sowieso Dings. Wenn du aufpasst, nur noch im Chatroom-Modus. Eieieiei. Ich hätte auch vielleicht Satzenia mitnehmen sollen, fällt mir gerade auf für das Aquana. Wir hätten doch das Team ein bisschen. Ich hätte mir doch ein, zwei Gedanken mehr machen sollen bei dem Squad. Wobei es am Ende auch nur Satzenia ist, der mitkommt. Wobei, wenn wir eh auf Level 43 gehen, können wir dann, glaube ich, fast schon Giflor reindonnern. Der dann wenigstens einen Gigasauger und die Matschbombe hat und dann da auch ein bisschen defensiv was macht. Bam, 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 bam. Jetzt hoffen wir einfach, dass das Aquane mir nicht noch auf die Nerven geht und dass das Blitzer mir auch nicht auf die Nerven geht. Danke. Das verkrafte ich jetzt gerade nervlich nicht. Dass der meint, jetzt da rumstoren zu müssen. Ja, jetzt hätte ich natürlich sehr gerne Granma voll. Gib mal einen Power Pika. Dann gehen wir mal auf Fliegen. Zitat Rodeo Boy 52 hier. Yep. Dann können wir zur Not nochmal Kehrtwende klicken, um den zu killen. Er hat aber keine gute Death. Vielleicht killt Fliegen einfach. Aber ich vermute. Ja, ich wollte gerade sagen, ich vermute eher nicht. Ich glaube, wir können aber jetzt in Tintoxa gehen und mit Gift-Heap killen. Sollte passen. Boah, das ist mir gerade. Das ist mir gerade nicht ganz so clean gespielt, muss ich gestehen. Da hätten wir ein bisschen mehr aufpassen müssen. Oh, der hat sogar einen Aurora-Strahl. Ich glaube, Surfer ist trotzdem stärker, aber. So, Gift-Heap weg damit. Gut, okay. Boah, wenn wir jetzt so einen Key-Member verloren hätten, das wäre jetzt auch ein bisschen unangenehm gewesen, muss ich gestehen. So. Glückchen. Jetzt müssen wir nur irgendwie gucken mit diesem Lugia-Teil da. Wie gut wir da jetzt vorankommen, vorbeikommen, ne? That's the question. So, Bibor. Einmal hier hin und dann nehmen wir jetzt Giflor rein. Den leveln wir auch einmal schnell hoch. Dann kriegt der noch die Matschbombe, würde ich behaupten. Dann sind wir eigentlich ganz geil aufgestellt erstmal. Kann man da fliehen und gut ist? Boah, weiß ich gar nicht. Hast du schon Hidden Power geholt? Nee. Ich glaube, das kontrolliere ich dann vorm Dingskampf. Okay, wann lernt der Gigasauger? Gebt ihm jetzt noch ein Level. Bro, wann lernt er das? Hä? Ah, Level 47. Ja, danke dir für gar nichts. Ja, dann brauche ich den jetzt vorerst. Ja, wobei, wir können ja mit ihm rumlaufen. Ich glaube, ich nehme den. Ja, wobei, wenn ich ihn doch mit reinnehme, dann wäre auch kacke. Mann, aber Satzenia lernt ja auch nichts. Ich glaube, wenn nehme ich eher Omot und den mit in die Liga als Giflor. Von daher glaube ich, passt das schon. Wir können den jetzt schon Level 47 mitnehmen. Wenn wir ihn irgendwie aus irgendwelchen Gründen brauchen, dann passt es schon. Aber ja, Hidden Power will ich auch nochmal kontrollieren. Das könnte natürlich nochmal für Tentoxa wahrscheinlich. Ich glaube, wenn Tentoxa relevant sein. Nee, Victory Bell hat ja auch noch nichts, was ich über Attacken in dem beibringen kann. Der lernt ja Level 47 erst, laut Klingeblättersturm. Also so gesehen hole ich da leider auch gar nichts raus. Aber wir können uns aber jetzt noch einen Top-Schutz, glaube ich, gönnen. Bam, 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 bam.
So. Bam, 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 bam. Dann hätten wir den hier eigentlich. Ja, wobei, der gibt mir vielleicht noch eine Anti-Psycho-Beere. Und vielleicht können wir damit noch irgendwie was reißen mit ein paar Anti-Beeren. Die können wir ja dann immer unseren Pokémon ausrüsten. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Matschbombe haben wir ja. Muss ich ihm gleich noch beibringen, stimmt. Ich habe einfach gesagt, dass ich ihm das beibringen will. Ja, aber weil ich nicht weiß, ob ich mir Matschbombe nicht sogar dann doch lieber aufhebe. Dann spielen wir halt dabei mit Säure. Aber wenn ich eh nicht vorhab, den unbedingt mit in die Liga reinzunehmen, ist es halt vielleicht ein wasteder Slot, ne? Deshalb würde ich das jetzt eher ungern machen. Superschutz ist doch viel günstiger. Ja, aber das muss ich doch immer wieder hier neu aktivieren. Und so hält Topschutz ein bisschen länger. Boah, ich weiß nicht mehr, welcher es war. Irgendwann wusste ich mal, in welchen man rein musste. Hast du eigentlich das Wahlglas am See des Zorns eingesammelt? Oh nee, das müssen wir auch noch unbedingt machen. Das müssen wir. Ich glaube, wir müssen nochmal zum See des Zorns, ja. Ihr wollt mich jetzt nochmal nerven, ne? Aber das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Weil das ist natürlich geil für Gengar, weil damit wird Gengar wahrscheinlich die Psychotop 4 komplett abschlachten. Der drückt ja einfach nur Specs Spukball und ist glücklich mit seinem Leben dann. Ja, das mit dem Autoschutz oder dass das auch immer automatisch gefragt wird, ne, das ist ein Träumchen gewesen. Ich glaube, wir sind hier tatsächlich auch schon direkt richtig. Ja, wir sind schon richtig. Oder? Genau, und hier geht's nach unten. Ja. Geil. So schnell kann das hier gehen. So schnell kann das hier gehen. Das sieht schon geil aus, muss man sagen, ne? Die Frage ist, müssen wir das Lugia, wir müssen halt das Lugia noch besiegen, ne? Fällt mir gerade ein. Das ist actually gar nicht mal so geil. Haben wir zu, wenn ich eine Anti-Psycho-Beere? Frag für einen Freund. Wobei, ich glaube, der kann gar keinen Meisterball. Nee, ich darf den ja nicht fangen. Nee, das wäre ja Cheaten. Hart machen wir hier nicht. Ich glaube, Lugia kann der eine Psycho-Attacke? Kann der Sondersensor? Oh nee. Okay, dann ist die Frage, ob wir nochmal rausgehen, um Specs für Gengar zu holen. Hallo Nerator, ich hoffe, dir geht's gut. Hello. Aber du hast einen schönen Tag bis hierhin. Weil bei zweimal Eisschrei wäre ich mit Tentoxa, wäre ich mir nicht so sicher, ob wir den dann einfach rausnehmen. Andererseits weiß ich nicht, ob Gengar einen Sondersensor von Lugia überlebt. Luftstoßgenesung, Sondersensor und Bodyguard. Das ist nicht das, was ich hier hören wollte. Busch, da ist er. Der Mächtige. Ich glaube, der Specs Gengar kann Lugia one-shotten. Guck mal. Lugia. Ohne irgendwelche großen DVs. Ich glaube zumindest, das sollten immer 0 sein. Gegen einen Gengar. Ob der Genesung kann, weiß ich nicht. Da wäre ich mir auch eher unsicher. Keine Sorge, der will nur spielen. Weiß ich nicht. Oh. Ja, Spukball killt niemals. Spukball killt ja niemals. Ach du Scheiße. Also ist halt ein Two-Hit, ne? Und Sondersensor killt potenziell. Wie viel Speed-Debuff haben wir gerade? Weiß halt nicht, ich kann ja auch nicht so viel leveln, ne? 112 zu 82. Oh je. Nee, Sondersensor leben wir im Normalfall, wenn der keine DVs hat, ne? Die Frage ist halt, hat der auch wirklich keine DVs? Können wir sonst irgendwas machen? Boah, das habe ich auch gar nicht dabei bedacht, ne? Ich meine, ich brauche keinen Specs, wenn ich den eh nicht one-shotten kann. Und im Endeffekt einfach so überleben muss. Dann ist es eh schon wurscht. Willst du das Moveset hören? Ja. Haut raus.
glaube, wir müssen hoffen, dass wir das leben. Also wenn es das ist, was davor geschrieben wurde, dann stimmt's ja eh. Und zweimal Spuckball würde den killen. Sternschauer-Regentanz-Hydropumpe Genesung. Ja, das klingt tatsächlich eher nach dem Set, was ich auch im Kopf hätte. Also Hydropumpe bin ich mir auch sehr sicher. Wir gehen da jetzt rein. Freunde, wir gehen da jetzt rein. Nevermind. Ich bin dumm, du hast bei Kristall geguckt. Ja, dann. Ich habe gehört, wir belieben, Freunde. Also ich glaube, Regentanz kann der. Ich glaube, der kann Regentanz, Sondersensor, Hydropumpe, Genesung. Der kann, glaube ich, nicht Luftstoß. Komm, wir belieben. Wir belieben einfach in Gengar. Das ist ein Crit. Wir belieben! Jawohl! So, die Schau ist gar kein Problem. Specs, bum, bam, bim. Brauchen wir alles nicht, den ganzen Schwachsinn. Wir kritten ihn einfach weg. So sieht's nämlich aus. Ja, so, ja. Genau so will ich das sehen. Easy. Wo war jetzt das Problem? Ja, das ist die Frage. Rodeo Boy hat's gemacht. Ist einfach ein Macher, der Rodeo Boy, ne? Der Wahnsinn. Der 52er. Ja, das war jetzt entspannt, würde ich behaupten. Dann können wir jetzt. Ja, dann ist ja jetzt Siegestraße, ne? Warum benutze ich nicht einfach ein Fluchtseil? Habe ich ein Fluchtseil? Ich müsste doch eins haben. Cool. Dann holen wir uns jetzt noch das Wahlglas ab. Das hier irgendwo ist. Oh, man kann Clips posten? Habe ich Links erlaubt inzwischen? Mann, bin ich cool. Ich glaube, hier ist Kraftreserve. Nee, die rote Flöte, fast dasselbe. Fast dasselbe. Ist ja quasi ein und dasselbe. Haben sogar noch zweimal Schutz da. Verbrauchen wir doch erst mit kleinkarätige Kram. Vor allem die Siegelstraße ist auch echt nicht so lang. Ja, dann werden wir beim nächsten Mal wirklich das Finale machen. Also heute machen wir das Finale vermutlich nicht. Aber beim nächsten Mal können wir reingehen. Tja, da uns doch denn nicht mal seine eigenen Chatregeln kennt. Oh yeah, der bin ich. That's me. Was steht denn bei euch ansonsten noch so heute Abend an? Geheimpower. Hä, wo ist das Wahlglas? War es irgendwo da ganz rechts dann? Habe ich das so falsch gerade im Kopf? Ich glaube, hier kriegen wir jetzt einmal Kraftreserve. Jawohl. Das kann vielleicht auch was bringen. Ist denn irgendjemand nebenbei in den Zelda-Minen drin und kann sagen, wie er Zelda bisher findet? Ich meine, die Reviews waren ja bombastisch gut. Also das klang ja nach einem Banger-Game. Deshalb freue ich mich sehr drauf, wenn ich es irgendwann anfassen werde. Lugias Moveset wäre Regentanz, Hydropumpe, Luftstoß und Sondersensor. Ja, das klingt nach Lugia. Ja, da ist das Wahlglas, geil. Boah, so ein gediegenes Wahlglas jetzt noch. Stark. Haben wir jetzt eigentlich Kaskade? Ja, ich weiß zwar nicht, wann wir es bekommen haben, aber wir haben es. Das reicht. Ah, jetzt muss ich irgendeine Kackattacke. Warte, kann ich nicht jetzt Whirlpool wegmachen? Ich glaube, Whirlpool brauche ich gar nicht mehr. Dann verlieren wir nämlich noch einmal Whirlpool. Ah ja. Hab den Link auf gut Glück gepostet. Ja, zur Not wäre halt weggemacht worden. Das wäre jetzt. Wäre jetzt, glaube ich, auch nicht das Überdrama gewesen. Würde ich behaupten, ne? Das wäre jetzt auch kein überdimensional schlimmes Drama geworden. So, dann fliegen wir hier hin. Und dann schauen wir mal, was wird. Pokémon müssen wir ja eh nichts mehr fangen. Wir können jeglichen Trainer dodgen. Ja, darüber war ich ja überrascht, dass generell ein Link gepostet werden konnte. Ich weiß nicht mehr, vielleicht habe ich das wegen irgendwas freigeschalten. Habe ich das wegen HelloFresh oder so freigeschalten? Das könnte halt sein. Das würde ich jetzt nicht verneinen, dass es daher rühren konnte. Ich merke gerade, ich habe ein Nevermelt-Eis. Warum gebe ich das nicht zum Beispiel Tintoxa?
Nicht sonst irgendwas? Ein Seidenschal. Oh. Wahlglas weiß ich nicht, ob ich. Ach, das war dumm. Ob ich was locken will. Twitch-Clips zählen, glaube ich, nicht dazu. Ja, das würde zumindest eigentlich auch relativ viel Sinn ergeben, tatsächlich. Wenn Twitch-Clips da nicht mit rein gewertet werden. 32 einfach auch wild. Weil ich meine, also wenn Links sicher sind, dann sollten ja die Links sicher sein. Versteht ihr? Links, weil wir gerade. Banger-Joke, ich weiß. Ich glaube, wir haben jetzt die ganze Witzigkeit haben wir jetzt schon verbraucht. Die ist jetzt einfach zu Ende. Ja, sagt man an der Stelle zurecht. Alter, wie viel kann ich denn hier dodgen? Ja, alles hier dodgen. Ja, hallo Arian, ich hoffe, dir geht's gut. Versteht ihr links, weil um. Oh, scheiße. Downy Clowns, sie kennen mich. Oh, guck mal. Ein Baldorfisch, den könnten wir auch haben. Dies könnte ihr Baldorfisch sein. Jetzt bin ich dran. Oh nee. Brauchen wir Finsteraura? Eigentlich nein. Ich wüsste nicht für was. Ich bin gespannt, welchen Banger Jokos uns Jerry von den Jerrysons jetzt bringen wird. Ich habe ja noch einiges nachzuholen mit dem aktuellen Status auf Stream. So, ja, das kann sehr gut sein. Scheiße. Warum hat sie einen Pikachu? Wie sie Ash. Warum habe ich nicht Donnerblitz gedrückt? Will ich noch unbedingt meinen Gengar hier verlieren? Bin ich wahnsinnig? Anscheinend ja. Boah, wobei die Frage ist halt, auf welches Level geht man für den Rivalenkampf, ne? Im Endeffekt würde ich natürlich gerne so ein paar EV aus meinen Mannequins noch reindrücken. Das wäre ganz geil, muss ich gestehen. Kengale verlieren wäre mega geil, ja. Würde ich mir auch denken, boah, Wahnsinn. Kann mir nichts Geileres vorstellen als das. Da haben wir einen Eistrahl. Da haben wir einen Switch. Da darf mal Giflo ausnahmsweise rein. Gengar verlieren würde der Chat fühlen. Ja, Gott sei Dank ist mir egal, was Chat will. Ich habe ja Chat schon immer gehasst. Chat war schon immer so ein eigenes Ding. Nee, wir haben auch gar nichts mehr zum Fangen. Also wir sind jetzt schon eine Zeit lang nur mit dem Pokémon hier so unterwegs. Warum hat sie einen Vati? Beim Level 31 gib ihr doch Ampharos wenigstens, hä? Das check ich gar nicht. Das check ich ja mal gar nicht. Warum hat sie nicht mal einen Ampharos? Oh, es regnet anscheinend draußen. Muss richtig geil sein, jetzt auf dem Oktoberfest zu sein. Wenn alle drin sitzen, so richtig warm ist, lauter besoffene Leute da sitzen. Boah, ich habe auch letztens wieder Bilder gesehen, was so auf dem Oktoberfest alles passiert ist. So unangenehm. Ich finde es halt auch so peinlich, wie man sagen kann, dass Cannabis schlimm ist oder dass das so alles so ganz dramatisch ist. Und während es so Bilder gibt vom Oktoberfest, wie irgendjemand sich über einen Tisch mit lauter Gläsern schleudert, da irgendwelche aufs Heftigste, und wenn ich heftig meine, dann heftig. Ne? Das. Ach, ich weiß Oktoberfest ist der Grund, warum alle Nicht-Deutschen uns so identifizieren, wie wir sind, angeblich ja. Beides ganz schlimm. Also ich finde es halt irgendwie so scheinheilig zu sagen, dass das eine schlimm ist, während man das andere aufs Übelste, auf zum Beispiel im Oktoberfest halt konsumiert. Wo du halt einfach am Ende des Tages. Ach, scheiße. Es dir so viel dreckiger geht, ne? PSK, ja, das Bier als quasi nicht existierende Droge behandelt wird. Oder dass es halt keine ist, ne? Hä? Ich dachte, hier wäre Erdbeben. Muss ich dann einmal runterfallen? Ist hier Erdbeben? Ah, okay. Okay, Jokey. So. Dann müssen wir jetzt einmal kurz gucken, wie wir das machen. Weil jetzt haben wir ja nochmal einen Silberkampf. Und da da jetzt halt auch Simsala ist so das Problem. Das macht mir ein bisschen Angst. Apropos Thema, mir ist spontan ein. Was?
Okay, jetzt bin ich auch gespannt, was Jerry gleich sagt. 45 ist sein stärkstes. Man erleidet mit Sneebel, hat Golbat, Magneton. Magneton aber auch ohne Stahlattacke. Gengar kann Spukball. Und das Simsala kann leider Psystrahl. Ja, also wegen mir könnte Alkohol auch als illegal verkauft werden. Behandelt werden. Das wäre auch okay für mich. Dunkel, nee. Ich habe halt keinen Plan für dieses Simsala, ne? Zur Not muss Giflor daran glauben. Also ich würde mit ihm hier Liden Kehrtwende drücken und dann Gengar einfach reinbringen. Und dann versuchen mit Gengar Spukball zu drücken, vielleicht Simsala rauszubaiten. Wollt ihr einen Veteronski machen? Was ist das eigentlich für ein Banger-Track? Mario Hoops? Free on Free Music Junior Street, das ist ja mega geil. Damals Mario Slam Basketball, Freunde, das war geil. Es finde es so weird, also wahrscheinlich meint er, ich finde es so weird, dass Frösche ihren Schwanz verlieren am Ende. Was passiert damit? Naja, der fällt halt ab. Ich finde es auch weird, dass Schlangen sich häuten, aber sie häuten sich. Wie wäre es, wenn man alles, was den Körper ab einem gewissen Maß schädigt, verbietet? Dann müsstest du auch Zucker verbieten. Dann müsstest du, glaube ich, sehr, sehr viel verbieten. Wir können ja auch einfach so eine Grenze machen. Ich sag, wir müssen ja nicht ein Festival drumherum machen. Reicht das nicht? Der fällt nicht ab, der zieht sich zurück. Ach du Kacke. Lügebold? Wieso Lügebold? Ja, im Endeffekt hat er ja alles natürliche Dosis. Aber ich weiß auch, wie es gemeint ist. Ne? So ist er jetzt auch nicht. Wir wissen ja auch, wie es gemeint ist. So, der Letzte, der uns aufhalten kann vor der Liga. Bam, 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 bam. Hätte es dir geglaubt? Tja. Klingt mir nach einem Du-Problem. So, wir gehen auf die Kehrtwende. Der wipe dich, weiß ich jetzt nicht. Ja, das war's mit Sneebel. Gar nicht wahr, meine Anwesenheit ist in keinem Maß tödlich. Ach, Flo. Banger. Ich finde das sehr plausibler als alles andere. Ja, na gut. Liegt dem. Hä? Habe ich mich verguckt? Er hat Kadaver. Habe ich mich schon wieder am falschen Team orientiert? Der ist ja nur ein Kadaver. Oh, das ist das Mondberg-Team. Oh. Oh, und er ist nur auf Level 40 mit seinem Stärks. Oh. Oh. Ja, ich glaube irgendwie, wir werden hier ziemlich einfach durchkommen. Ich glaube, wir werden hier ziemlich einfach durchkommen, um ehrlich zu sein. Es gibt eine Theorie, dass Alkohol der Grund ist, warum der Mensch sesshaft wurde. What? Warum das? Das verstehe ich nicht. Ich bin ein bisschen am Überlegen. Deswegen kannst du easy bis rot zocken, aber ich habe eigentlich keinen Bock bis rot zu spielen, ne? Eigentlich gar keinen Bock bis rot zu spielen. Ich finde es eigentlich ganz geil, dass der Champ dann zu Ende ist. Oder sagt ihr, wir versuchen bis rot? Nichts lässt Sebastian, der wird weggeschallert. Mehr Konten, mehr Moneten, weiß ich nicht. Bis rot gäbe es wieder wahrscheinlich. Ja, könnte ich ab dann schon das Radiomodul benutzen? Weil dann, vielleicht könnten wir es sogar wirklich überlegen. Ich habe neulich mal wieder einen Casual Run angefangen, habe jetzt bei 10 Orden keinen Bock mehr. Ja, fühle ich ein bisschen. Ich glaube aber, die Level Cap wird halt jetzt richtig scheiße, ne? Wie ist denn die Level Cap danach? 54, 54, 53, 56, 50, 55, 59, 60, 88. I mean, wenn wir eh alles dodgen und eh nur auf 47 mit der Level Cap gehen, können wir, also wenn ihr Bock habt, können wir das machen. Ich meine, wir sind jetzt in drei Streams fast zum Dings geschafft, also.
Wir können ja bis zur Liga als Win werten und wenn man Rot schafft, dann hat man die Platin-Medaille. Können wir gerne so machen. So, ich bin ehrlich, ich muss sagen, ich hätte sogar Bock. Ich meine, das Team sieht jetzt nicht so schlimm aus. Und können wir dann die Radiomodule auch benutzen? Also könnten wir dann nämlich, weil wenn wir dann sowas wie Skuntank und so uns holen könnten oder Roserade und sowas, dann ist das eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Weil da, dann kommt auch noch mal ein bisschen so ein Twist und sowas mit rein. Also das Radiomodul wäre dann natürlich auch erlaubt. Weil das wäre ganz geil. Ich habe auch noch nie in meinem Leben dieses Radiomodul benutzt. Aber ich glaube, wenn man den Champ besiegt hat, dann dürfte man das doch benutzen. Also ab dann hat man das, oder? Einfach mehr Auswahl. Ja, nee, das würden wir. Das ist ja, also warum sollte man es auch nicht benutzen dürfen, ne? Die Frage wäre eher, warum sollte man es nicht benutzen dürfen? Pokéwalker, ja. So, jetzt ist halt die Frage. Was nehmen wir denn alles mit? Also die drei nehmen wir auf jeden Fall. Ja, also der bringt halt nichts. Was für Top 4 Leudis gibt es nochmal? Also mit Gengar ballern wir ja im Endeffekt einmal Psycho weg. Dann kommt Gift selber, da haben wir Nidoking und Nidoqueen, da habe ich auch keine Angst vor. Dann kommt Kampf, das ballern wir wahrscheinlich einfach mit Crobat weg. Unlicht ist so ein bisschen schwierig. Für Unlicht habe ich jetzt nicht spezifisch was. Ich glaube, wir haben auch nicht wirklich Kampfattacken groß. Käferattacken hätten wir halt die Kehrtwende. Da könnte man halt überlegen, Omaut mitzunehmen, ne? Dass man sagt, man nimmt Omaut mit statt Smogmog. Smogmog wäre halt ein geiles defensives Mon, muss man sagen. Weil U-Turn-Spam ist auch ein bisschen kacke, weil ich komm ja nicht nochmal rein dann. Was hat denn Unlicht eigentlich alles? Wie heißt denn die gute Dame nochmal? Ich vergesse immer wieder ihren Namen. Top 4. Unlicht. Melanie. Nee, Melanie ist ziemlich sicher kein Kerl. Jetzt nach Tara, Giflor, Kramux, Gengar, Hundemon. Ja, Hundemon ist halt. Den Hundemon müsste man mit Dings lösen. What the hell? Soll ich euch mal kurz das Melanie-Set vorlesen? Vor allem, warum hat sie einen Giflor und einen Gengar? Und das Gengar-Set ist einfach Fokusstoß, Abgangsbund, Groll und Schlecker. Was ist dieses Set? Okay. Also das Hundemann hat Flammenwurf, Ränkeschmiedfinsterer. Der ist actually gefährlich. Aber Schlecker-Gengar finde ich wild an der Stelle. Ja, weil dann würde ich tatsächlich Omod mitnehmen. Und mit Omod drücken wir dann Ampelleuchter einfach am Anfang ein bisschen rum. Ich meine, der kann auch Psystrahl, das heißt, wir können das Giflor gut hitten und abfangen. Das finde ich eigentlich ganz nice. Jawohl, da haben wir die Ampelleuchte sehr gut. Also der hat auf jeden Fall ein paar Moves. Senkkopfstoß lernt er noch. Ja, nee. Ja gut, aber dann ist es wahrscheinlich schlauer, wenn ich das Offscreen nämlich level. Damit wir einfach anhand von ein paar Pokémon noch ein paar EVs und so machen. Ich denke, das ist nicht verkehrt. Und dann sehen wir uns, würde ich behaupten, mit dem Squad beim nächsten Mal im Finale. Also ich packe schon mal Nidoqueen hier mit. Wir packen Venomoth hin. Ja, bei Rot bin ich gespannt, wie wir das Dings handeln. Rot bin ich allgemein gespannt. Also Ziel Nummer 1 ist es natürlich, die Liga zu schaffen. Und dann würde ich sagen, naja gut, dann müssen wir halt einen Skuntang und eben ziehen. Ne? Das ist halt das Ding. Das finden wir alles beim nächsten Mal heraus, würde ich sagen. Guti! Hat sehr viel Spaß wieder gemacht, meine Freunde. Wir hören uns, glaube ich, die Woche nicht mehr, weil ich die Woche nicht mehr dazu komme. Aber dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wahrscheinlich Montag, Dienstag, irgendwie sowas. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche. Gönnt euch eure geile Tartar-Soße. Und vielen Dank für den Support. Habt noch einen wundervollen Abend. Genießt euer Wochenende, sobald es soweit ist. Ciao!